البيت صلى الله عليه وسلم حتى مسكسار ما زلت ليش نشت بفيجن ودا زيش نشت طريين بس دي إمام زيش بفيجت هات ودا قدريت هات ناخ دير يبيت und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat sein Bein nicht gebeugt, bis er bestimmte Askar gesagt hat, sallallahu alaihi. Und dann hat er sich gedreht zu den Leuten nach dem Gebet, entweder rechts oder links. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Gebet ist für eine Weile geblieben, sitzen geblieben. Und die Sahaba, radhiyallahu alaihim, hinter ihm saßen auch, die haben sich nicht gedreht, damit erstmal die Frauen schnell rausgehen und dann konnten sie sich drehen. Aber heutzutage ist das anders geworden. Wenn der Imam nur Assalamu alaikum sagt, dann siehst du die Leute sofort, sie gehen weg. Und das ist eigentlich sunnah-mäßig nicht richtig, weil die Sunnah ist, dass man bleibt, bis der Imam sich gedreht hat. Und das heißt Al-Insiraf. Manche Gelehrten haben gesagt, mit Al-Insiraf wird Teslim gemeint. Wenn der Imam Salam Aleikum sagt, Salam Aleikum, dann bist du frei. Du kannst sofort gehen und du kannst bleiben und so weiter. Aber wenn du das Bessere haben willst, besser, das Bessere haben willst, dann bleibst du sitzen, bis der Imam sich gedreht hat, bis er sich bewegt hat, dann bewegst du dich. Und diese Sunna ist heute rar geworden und viele Leute kennen diese Sunna nicht, dass man bleibt, dass man ruht nach dem Gebet, bis der Imam sich gedreht hat. Nur als Nasiha sollte man das bemerken.